Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sonic. So, heute im Casino Forest. Und dann wollen wir mal reingucken. Okay. Ja. Let's go. Starten wir heute mal wieder mit den Kleinen. Wenn ich das richtig gehört habe, sollte Sonic hier sein. Komisch, dich um Hilfe bei der Suche nach Sonic zu bitten. Aber wir brauchen dich. Was war das denn jetzt? Spielen wir jetzt hier Casino? so? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt hier hoch oder wie? Nee. Normal, so. Oh, oh. Na, komm schon. Na, aber jetzt. Wir werden hier nur immer irgendwo gegengeschmissen. Na, und jetzt hoch. Müssen wir vielleicht da runter? Okay, hier geht's weiter. Au, 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 au. Jawohl. Und Checkpoint. Einmal drüber. Und alle hopp. Na, nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringt hier. Und hops. Ah, okay, gut. Dann rollen wir einfach jetzt weiter runter. Hier kriegen wir wieder eine Bubble. So. Jetzt hier rauf. Ja. Und jetzt rüber. Hier ist keine Spur von ihm. Vielleicht ist er weiter drin. Jetzt werden wir hier wie ein Flipper durch die Gegend geflippt. Kann nichts machen. Jetzt. Nächster Checkpoint. Ah, Leertaste. Halten. Okay. Was? Hä? Jetzt? Ah, wir kriegen Bargeld. Okay, dankeschön. Ist aber nett. Oh, 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 oh. Nein! Kriegen wir nachher am Ende einen Preis ausgezahlt? Oder wie? Ja, ich komme hier irgendwie nicht richtig hoch. Dann springen wir hier mal unten rein. Ich finde, die Lösungswege sind auch nicht so schlecht. Ah, nein, ich habe fast alle Ringe verloren. Aufladen. Er muss hier in der Nähe sein. Sonic würde nicht lange stillhalten. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das war jetzt von der Zeit her ein bisschen blöd. Aber es reicht dicke für ein S. Okay. Haben wir denn immer Bonus jetzt gekriegt durch die Ringe und alles? Nicht schlecht. Okay, Mission 13 geschafft. Jetzt kriegen wir hier noch ein paar Accessoires. Und es gibt nochmal welche für den S-Rang. Nicht schlecht. Gut, gucken wir uns erstmal weiter um dann. Ah. Mystic Jungle.
Aber diesmal mit unserem Avatar. Das System zeigt einige seltsame Messungen an. Aus dem Labor, wo Sonic gegen Infinite gekämpft hat. Das ist vermutlich einer von Dr. Eggmans Robotern. Ich sehe zwei Lebensanzeigen. Definitiv keine Roboter. Rekrut, geh zum Labor und sieh dir das an. Gut. Zu Befehl, Knuckles. Dann wollen wir mal gucken. Wir empfangen zwei Signale nahe des Labors, weiter vorn. Wenn das keine Roboter sind, was dann? Wenn es Feinde sind, könnten zwei auf einmal für den Rekruten zu viel sein. Ach was, ich bin der Rekrut. Wow. Mal eine kleine Rutschpartie hier. Achtung, die Strömung ist ganz schön stark. Da kann einem ganz schön schwindelig werden. Es ist wohl besser, sich einfach treiben zu lassen. Okay. Wir treiben hier. Ah, die rote will ich haben. Ah, Mist. Ah, immer diese kleinen Explodierendinger. Hört auf, mich zu nerven. Lasst mich. Ich brauche Münzen. Die geben Punkte. Sie wollten wohl wirklich sicher gehen, dass keiner das Labor findet. Da finden wohl Experimente statt, von denen niemand etwas erfahren soll. Ah, das war falsch. So war das. Ach, das sind Fliegedinger. Und hoch. Bam. Na, so kriegen wir ja gut Münzen zusammen. Und dann nehmen wir sie auseinander und los. Ja, sieh mal einer an. Du schwimmst wohl gern, was? Was? Willst du etwa selber auf der Rutsche spielen, Nuggets? Ich meine nur, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten. Bleib dran, Rekord. Oh, 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 oh. Die wollen mich hier wirklich raus ekeln. Die Signale sind jetzt sehr nah. Verstärkung sollte bald eintreffen. Triff dich mit ihnen. Okay. Und vorher noch mal einen draufhauen. Ja, passt. Na komm schon. Ringbonus und S. Jawohl. Gut, Level 14 geschafft. Okay, wir sollten langsam nochmal gucken, ob wir unseren Charakter nochmal ein bisschen abändern können. Weil wir haben ja jetzt schon wieder ordentlich was Neues gekriegt. Belohnung für Abschluss der Mission. Hä? Ist das nicht der Hammer, den wir gerade benutzen? Okay. Jetzt macht mich das aber neugierig. Kennen wir uns? Tails! Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst... Du sorgst nicht zu viel. Schau, mir geht es spitzenmäßig. Und dich habe ich seit Generationen nicht mehr gesehen. Alles klar? Die gute Nachricht ist, dir geht es gut. Die schlechte Nachricht ist, Dr. Eggman hat einen Plan, uns in 3 Tagen zu vernichten. 3 Tage, hä? In der Zeit kann viel passieren. Da gebe ich Ihnen recht. In 3 Tagen kann wirklich viel passieren. Oh. Haben uns schon ein bisschen von der Welt wiedergeholt. Geheim. Feuerkanone. Geheimes Level freigeschaltet. Du kannst jetzt Feuerkanone einspielen. Okay. Das würde ja mich gerne mal interessieren. Steht auch einfach so drin. Machen wir jetzt aber erstmal nochmal kurz beim Avatar. Dann speichern wir das. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. F. So. Und dann wollen wir mal gucken. Aha. Erhalte nach einer Landung einen Temposchub. Du kannst Seilangriffe nacheinander schneller ausführen.
Ach, und das ist auch ein Teil. Kann mit Hilfe von Klonen mehrere Feinde auf einmal anvisieren. Macht unverwundbar und zieht Gegenstände in der Nähe heran. Okay. Ja, dann probieren wir mal das Ding aus. Das wird mich ja schon ein bisschen reizen. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt hier jede Menge Football-Helme. Was ist das eigentlich hier? Achso, es ist ein Skaterhelm. Ja gut, setzen wir uns mal einen Skaterhelm auf. Machen wir mal ein bisschen was anderes hier. Das könnte noch passen hier. So, schöne Skatebrille. Komm, nehmen wir mal das Mundtuch in Rot. Dann sehen wir ein bisschen gefährlich aus. Statt der Roboterhandschuhe nehmen wir mal hier die normalen. Aber was für Schuhe? Die könnten farblich gut dazu passen. Würde ich mal meinen. Ja, die nehmen wir mal. So, und Accessoires nehmen wir. Ah, komm, hier mal so ein Geister-T-Shirt. Und was haben wir hier für Kleidung? Haben wir auch einiges neu. Na, so sieht's aus, als hätten wir eine Hose an. Können wir nochmal bei den Accessoires reingucken. Na, jetzt sieht man die Halskette aber gar nicht mehr, oder? Wegen dem Mundtuch. Okay, müssen wir mal kurz gucken. Mundtuch, genau. Mund unten. Dann machen wir so ein Ding hin. Ja, so sieht das doch viel besser aus. Okay. Tägliche Mission geschafft. Unter Kopfbedingungen anpassen. Okay. Ja, haben wir gemacht. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, schaltet wieder ein. Bis dann.